Ziel der VBL war schon immer, eine IT-Plattform zu generieren, die für die digitale Strategie der VBL ausgerichtet ist. Bei uns im Unternehmen ist eines der größten Probleme, dass wir die fachliche Komplexität auf technische Systeme abbilden müssen und dabei zu berücksichtigen haben, dass das Business sich mit dieser Plattform dann auch zurechtfindet und die Möglichkeit hat, das Business nicht nur technisch zu unterstützen, sondern diese Plattform auch nutzt, um das Business in Summe auszubauen. Die VBL hat schon früh die Entscheidung getroffen, die Hostsysteme abzulösen und die gesamten IT-Systeme auf Basis von SAP-Technologien zu realisieren. Im Zuge dieser Realisierungen wurde die fachliche Architektur so ausgerichtet, dass wir in großem Maßstab marktübliche Standards von SAP nutzen können. In diesem Zuge wurde auch erreicht, dass wir den technologischen Aufwand zur Realisierung einer Business-Plattform für das digitale Zeitalter sehr stark reduzieren konnten. Und wir sind heute sehr stolz darauf, eine sehr leistungsfähige, moderne Plattform zu haben, die sicherstellt, dass wir da diese digitalen Wünsche des Unternehmens und der Unternehmensleitung auch abdecken können. Ja, die Cloud spielt heute für uns in der IT, in der VBL nur eine sehr untergeordnete Rolle, da es für uns höchst problematisch ist, aufgrund von IT-Sicherheit und Datenschutzfragen solche Technologien nutzen zu können. Grundsätzlich wären wir seitens der IT sehr interessiert daran, Cloud in verschiedenen Bereichen der IT einzusetzen, weil die doch für uns auch in vielen Bereichen sehr vorteilhaft sein könnte. Leider sind halt rechtliche und auch sicherheitstechnische Fragen dort von großer Bedeutung. Für uns, gerade im öffentlichen Sektor, ist es von hoher Bedeutung, dass wir wissen, wer auf diese Datenzugriff hat, wo diese Daten gespeichert sind und wer diese Daten verarbeitet. Wir wünschen uns auch, dass sich hierzu die rechtlichen Rahmenbedingungen in nächster Zeit ändern, sodass wir auch von der Technik, von der technischen Seite her die Möglichkeit haben, diese Technologien sehr zielgerichtet bei uns einsetzen zu können.